Brain. Du wirst langsam ein großer Junge. Ich bin schon groß und vier. Komm doch und spiel mit mir. Ich lade dich ein, ich bin Caillou. Groß ist die Welt und schön. Es gibt so viel zu sehen, viel zu entdecken mit Caillou. Was ihr hier seht, ist spannend und neu. Und Mami und Papi sind immer dabei. Wir spielen jeden Tag. Und was ich mal nicht mag, ist schnell vergessen bei Caillou. Caillou, Caillou, Caillou. Spiel doch mit! Caillou war sehr aufgeregt. Heute sollte im Kindergarten eine Party gefeiert werden, weil es der letzte Tag vor den Winterferien war. Ist das Geschenk für Miss Martin in der Tüte, Mami? Ja, Caillou. Du hast mich heute Morgen schon dreimal danach gefragt. Könntest du noch mal nachschauen, nur um sicher zu sein? Also, hier ist es. Und Miss Martin wird sich bestimmt darüber freuen. Hast du auch meine Socke eingepackt? Wir sollen Weihnachtssachen zur Zeigen- und Erzählenstunde mitbringen. Du meinst Sachen für die Festtage. Deine Freunde feiern zu dieser Jahreszeit viele verschiedene Feste. Oh ja, hoffentlich gefällt meine Weihnachtsmannsocke allen. Da bin ich mir ganz sicher. Los, gehen wir! Guck mal, Mami, Rentiere! Da drüben. Bei Leo zu Hause steht auch so etwas. Ja, du hast recht. Menschen mit jüdischem Glauben stellen das hin, wenn sie Chanukka feiern. Weißt du noch, wie dieser Leuchter heißt? Leo hat es mir gesagt, aber ich hab's wieder vergessen. Ich frag ihn im Kindergarten. Gute Idee. Vielen, vielen Dank, Caillou. Nichts zu danken. Fröhliche Weihnachten. Das riecht aber gut. Das sind Burritos, die Xavier für alle mitgebracht hat. Sein Lieblingsfesttagsessen. Neues Auto, Gilbert. Man kann die Türen aufmachen und den Kofferraum. Caillou spielte gern mit Gilbert unter dem Küchentisch. Für ihn war das der perfekte Zufluchtsort mitten in einer belebten Küche. Rosie, geschafft! Super, Mäuschen. Wo ist Caillou? Ich dachte, er ist bei euch. Gilbert! Naja, wenn Caillou nicht da ist, dann muss ich wohl Jeffrey und Jason ganz allein abholen. Hier bin ich, Mami. Ich komme mit dir. Oh, gut. Ich dachte schon, ich müsste allein mit Jason und Jeffrey im Park spielen. Die beiden würden mich ganz schön anstrengen und außerdem kann ich sie nie auseinanderhalten. Jason und Jeffrey waren eineiige Zwillinge. Sie sahen völlig gleich aus. Aber Caillou konnte sie auseinanderhalten. Naja, zumindest ab und zu. Ich nehme mein Auto mit und zeig es Ihnen. Tschüss, Rosie. Tschüss, Caillou. Bis später. Hallo, Caillou. Hallo, Jason. Willst du mal mein neues Auto sehen? Ja, gern, aber ich bin Jeffrey. Ich sehe, ich bin nicht die Einzige, die euch nicht auseinanderhalten kann. Ist schon in Ordnung, das sind wir ja gewohnt. Wir haben auch neue Autos. Möchte ein Rennen machen. Ja, ich! Hier ist der Start. Caillou wartete auf seinen Großvater. Die beiden wollten heute in den Park gehen. Hallo, Opi! Caillou und sein Großvater beschlossen, mit dem Bus zum Park zu fahren.
musst du nicht bezahlen? Ich habe eine Monatskarte, deshalb muss ich jetzt nichts bezahlen. Caillou fuhr gern mit dem Bus. Der war sehr groß und an jeder Haltestelle stiegen Fahrgäste ein oder aus. Caillou war vorher noch nie in diesem Park gewesen. Er konnte weder schaukeln noch rutschen sehen. Er war gespannt, was man in so einem Park wohl spielen könnte. Hey, Junge! Mein Name ist Caillou. Das ist mein Freund George. Er nennt mich Junge, weil er viel älter ist als ich. Ich habe deinen Großvater vor vielen, vielen Jahren in diesem Park kennengelernt. Er war damals nur ungefähr so groß. Aber sogar Rosie ist viel, viel größer. Kommt mit. Ich bin mit Aufbauen fertig. Ich hoffe, du magst Rätsel, Caillou. Was ist denn das da? Wir alle wollen jetzt Croquet spielen. Du und ich, wir sind ein Team. Caillou wusste nicht, wie man Croquet spielt, aber er mochte nicht danach fragen. Er fühlte sich in der Gegenwart von Großvaters Freund George ein bisschen unsicher. Sag mal, Caillou, magst du Rätsel? Und schon geht's los. Welches Tier kann höher als ein Haus springen? An einem sehr heißen Sommertag machten Caillou und seine Familie einen Ausflug aufs Land. Jetzt müsste bald ein Schild kommen, wo es hier zum See geht. Caillou sah sich gern die Straßenschilder an. Da ist ein Hirsch! Richtig, Caillou. Das bedeutet, Rehe und Hirsche gehen hier über die Straße. Lesen Rehe und Hirsche Straßenschilder? Nein. Wie wissen Sie dann, dass Sie hier rüber müssen? Es gibt hier viele Rehe und Hirsche und das Schild weist darauf hin, vorsichtig zu fahren. Oh, ist das da das Schild zum See? Ich bin mir nicht sicher, aber versuchen wir es einfach. Ich kann nur hoffen, dass wir hier richtig sind. Komm mit, Rosie. Wir gehen schwimmen. Schwimmen! Caillou konnte es nicht erwarten, ins kühle Wasser zu hüpfen. Oh. Das scheint mir eher ein Sumpf als ein See zu sein. Das schauen wir uns mal genauer an. Caillou fand, dass das Wasser schmutzig aussah. Er konnte nicht einmal den Grund sehen. Es riecht total komisch. Ich glaube, die Tiere, die hier wohnen, freuen sich nicht darüber, wie du über ihr Zuhause sprichst. Welche Tiere? Psst! Die sind sehr scheu. Wir müssen leise sein und die Ohren spitzen, um sie zu finden. Ich bin schneller als ein Hai. Du bist dran. Hallo, ich heiße Caillou. Und wer bist du? Livan. Warte hier, ich spreche mit deiner Kindergärtnerin, okay? Wir spielen gerade alle Tiere fangen. Ich bin ein Adler. Du darfst dir aussuchen, welches Tier du sein willst. Jason ist eine Eule. Jeffrey ist ein Löwe. Clementine ist ein Pferd. Und Leo ein Hai. Vielleicht ist er aber auch gerade ein Tintenfisch. Das weiß ich nicht so genau. Ist das die neue?
Ja, ihr Name ist Lee Wan. Sie ist etwas schüchtern. Du bist dran! Kinder! Caillou erinnerte sich an seinen ersten Tag im Kindergarten. Er war auch schüchtern gewesen, bis er sich mit den anderen Kindern angefreundet hatte. Kinder, darf ich euch Lee Wan vorstellen? Heute ist ihr allererster Tag im Kindergarten. Das sind Schon wieder verpasst, Gilbert. Willst du auch mal mit ihm spielen, Opi? Ja, gern. Miau, miau. Komm, Miezekater, hol's dir. Ich vermute, Gilbert will nicht mehr spielen. Caillou war sehr enttäuscht. Er wollte noch so gern weiterspielen. Hey! Plötzlich hatte er eine Idee. Hier, Miezekater, komm, hol's dir. Miau, miau. Miau. Nein, Gilbert. Caillou war sauer auf Gilbert. Der tat nie das, was er ihm sagte. Geh da weg, Gilbert. Ich bin jetzt die Katze. Wollen wir eine Limo-Pause einlegen? Gute Idee, Opi. So, fertig. Möchte Caillou der Kater seine Limo lieber aus einem Glas oder aus seiner Schale trinken? Caillou sah, dass Gilbert kein Wasser mehr in seiner Schale hatte. Das war nur ein Witz, als ich fragte, ob du aus der Schale trinken willst. Weiß ich doch, Opi. Das ist für Gilbert. Gilbert! Nachdem sie ihre Limonade ausgetrunken hatten, spielte Caillou noch etwas draußen, während Opi ein kleines Nickerchen machte.